Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf euch heute sehr, sehr, sehr herzlich zu unserer Veranstaltung hier begrüßen. Was macht gute Journalisten aus? Ich habe im Internet recherchiert und habe Folgendes gefunden. Jeder angehende Journalist sollte vor allem auch ein gewisses Maß an Schlagfertigkeit und Improvisationstalent mitbringen. Zudem sollte jeder angehende Journalist dazu in der Lage sein, auf Augenhöhe mit Menschen aus der Gesellschaft, Politik und der Wirtschaft diskutieren können. Und welche Fähigkeiten muss man als Journalist haben? Wichtigste persönliche Eigenschaften eines Journalisten sind folgende: schnelle Auffassungsgabe, gutes Allgemeinwissen, Neugier, Eigeninitiative, Flexibilität, Kreativität, Belastbarkeit und Kommunikationsfähigkeit. Warum sage ich das? Die Leute, die jetzt letzte Woche dabei waren, die wissen, dass letzte Woche ein paar Herrschaften vor diesem Schmierenblatt hier in Heidelberg beschimpft sich der Rhein-Neckar-Zeitung. Also ich glaube, das ist ein teurer Toilettenpapierersatz für 2,70 Euro pro Ausgabe, weiß ich nicht. Kommt nicht mal dafür, genau. Also da waren die Herrschaften da und wollten einen Bericht schreiben über, ich habe es mir aufgeschrieben. Ach, sie wollte mit dem Gesundheitspersonal, also vom Berufsverbot Betroffene, ins Gespräch kommen und schreiben, wie es ihnen jetzt läuft. Sie hat auch, glaube ich, mit ein paar Leuten hier gesprochen und dann kam ich dazu. Okay. Und ja, und was ist dann passiert? Okay, gut, das werde ich jetzt gerade erzählen. Aber ich habe mir auch so die Zeit genommen und recherchiert, was die gute Frau schon mal geschrieben hat. Also, am 9.2. hat die Zeitung, ich glaube, das war die Dame, die hier war, Folgendes geschrieben. Mindestens 90% der Beschäftigten immunisiert. Berufsbezogene Impfpflicht könnte die Situation der Heime erschweren. Das St. Josephs Krankenhaus in der Weststadt war vorangeprescht und hatte von sich aus ein Hausverbot für ungeimpfte Mitarbeiter zum 1. Januar eingeführt. Zuletzt war von 6 Betroffenen von 757 Beschäftigten die Rede. Also, das, was die gute Frau dazu schreibt, ist: Das Haus hat von sich aus ein Hausverbot erteilt. Und dass es nur 6 Menschen sind. Aber es sind Menschen. Es sind Schicksale, es sind Familien, die dahinter hängen. Und ich habe mir erlaubt, das der Dame zu sagen. Ich habe ihr gesagt, wieso ihre Zeitung nicht objektiv berichtet. Und dann habe ich ihr nochmal 2 andere Fragen gestellt. Und ich habe sie gefragt, ob sie oder ihre Kollegen, also die Zeitung an sich, schon mal auf die Idee oder auf den Gedanke gekommen ist, Uniklinik Heidelberg, Exzellenzuniversität, eine der besten Unikliniken oder Kliniken weltweit, ob sie auf die Idee gekommen ist, dann nachzufragen, wie viele Impfnebenwirkungen diese Krankenhäuser gemeldet haben. Und ihr könnt raten, hat sie oder hat sie nicht? Genau. Dann habe ich sie gefragt, warum BioNTech ihren Stoff nicht in Indien vermarktet. Weil sie ist eine Journalistin, sie muss es ja wissen, sie ist eine Fachperson oder keine Ahnung was, ist auch egal. Hat sie das gemacht, hat sie recherchiert, warum das mit 1,4 Milliarden Menschen, Indien ist ein absatzstarker Markt, aber wie wir alle wissen, Lauterbach sagt auch, es geht ja nicht ums Geld. Weil mit Impfung kann man ja kein Geld verdienen, sondern es geht nur um Nächstenliebe. Also warum vermarktet Pfizer, BioNTech die Impfung nicht in Indien? Glauben Sie, dass die Inder nicht wert sind? Sind sie nicht wert, geschützt zu werden oder gerettet zu werden? Warum fragt sie da nicht nach? Ja, und hier nochmal. Was macht gute Journalisten aus? Jeder angehende Journalist sollte vor allem auch ein gewisses Maß an Schlagfertigkeit und Improvisationstalent mitbringen. Zudem sollte jeder angehende Journalist dazu in der Lage sein, auf Augenhöhe mit Menschen aus der Gesellschaft, Politik und der Wirtschaft diskutieren können. Und welche Eigenschaften muss ein Journalist oder Journalistin haben? Schnelle Auffassungsgabe, gutes Allgemeinwissen, Neugier, Eigeninitiative, Flexibilität, Kreativität, Belastbarkeit und Kommunikationsfähigkeit. Und was macht diese Dame?
Sie läuft rot an, sagt zu mir, dass sie das Gespräch als unangenehm empfindet und zischt ab. Das heißt, wenn man jetzt davor steht und mit dieser Dame redet, das Einzige, was ihr einfällt, ist was? Die Flucht zu ergreifen. Und jetzt, eine Woche danach, hat irgendjemand was gesehen im Rhein-Neckar-Zentrum, haben sich interessiert, wie es den Leuten geht. Hier sind ja auch Pflegekräfte da, hier sind Ärzte da, hier sind Wissenschaftler da. Also wenn irgendjemand von Rhein-Neckar-Zeitung da ist, dann hier, fragt doch nach, wie es den Leuten geht. Wo seid ihr? Fragt doch nach. Und wenn es dann unangenehm wird, das Gespräch, warum ergreift ihr dann die Flucht? Warum haut ihr ab? Wahrheit tut weh. Wahrheit tut weh. Wie heißt das immer so schön? Schöne Wörter sind nicht wahr und wahre Wörter sind nicht schön. Also die Herrschaften von Rhein-Neckar-Zeitung, hier sind immer jede Woche mittwochs Pflegepersonal, Ärzte, Wissenschaftler anwesend und ihr könnt gerne mit denen ins Gespräch kommen. Warum macht ihr das nicht? Natürlich ist keiner da. Und ich habe mir auch so ein bisschen, ich hatte Langeweile. Und die Dame hatte am 30.04.2021 auch einen Artikel geschrieben. Und zwar Thema Meinungsfreiheit. Die hat über Meinungsfreiheit geschrieben. Und dann geht weiter, Meinungsfreiheit, alles Ansichtssache. Und da fand ich ein paar Passagen sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar, ich zitiere aus dem Artikel. Ich weiß, ihr langweilt euch, aber ist schon interessant. Meinung ist gefragt Tag für Tag, eigentlich ständig. Was bei der Zeitungslektüre am Morgen beginnt, setzt sich auf der Arbeit fort und endet abends im Privaten. Sehr gut geschrieben. Aber wie gelangen wir zu unseren Überzeugungen? Wovon lassen wir uns bei der Meinungsbildung leiten? Und kann man die Entstehung unserer Ansichten im Körper genau verorten? Neurowissenschaftler und Psychologen haben sich mit der Frage wie diesen beschäftigt. Und da kommt sie auf, ich glaube, da nehmt ihr als Beispiel, typisch vor Streit. Also genau das, was ich mit ihr hatte. Es war kein Streit, es war eine Diskussion, aber sie hat sich als Streit aufgefasst. Sie schreibt dazu das Folgendes. Da will man unbedingt alle Fakten dazu liefern, warum man doch im Recht war und wiederholt sie folglich immer wieder. Und beim Gegenüber kommt diese Information trotz all der Bemühungen nicht an. Woran liegt es, dass es so schwierig ist, in solchen Momenten die Meinung des anderen wahrzunehmen? Auch das hat mit der Leistung unseres Gehirns zu tun. Sehr interessant. Das sagt ja einiges über die Leistung ihres Gehirns aus. Aber egal. Wenn sich die Gemüter erhitzen, das passiert bei mir leider viel zu oft, dieser orientalische, passiert. Wenn sich die Gemüter erhitzen, aktiviert dies zunehmend einen Bereich des präfrontalen Kortex, der Teil der Großhirnrinde ist. Und wenn dieser Bereich aktiviert ist, verhindert das neue Informationen aufzunehmen. So der amerikanische Datenanalyst, bla bla, keine Ahnung was, Neurowissenschaftler. Der Forscher hält aber auch Rat für die Praxis bereit, auf das Gegenüber einzugehen, löse etwa besagte Blockade und begünstige, dass die eigene Sicht der Dinge wahrgenommen werde. Also die gute Frau schreibt über das und macht was? Genau das Gegenteil, was sie selbst schreibt. Warum es wohl keine objektive Meinung gibt? Also sie schreibt nochmal weiter und am Ende kommt sie zu dem Ergebnis, dass... Ich kürze ein bisschen ab. Also auf jeden Fall kommt sie zu dem Ergebnis, dass es keine objektive Meinung gibt. Das schreibt sie selbst und das gibt sie auch selbst zu. Also die Herrschaften von Rhein-Neckar-Zentrum, Rhein-Neckar-Zeitung. Wie wär's, da war ich auch letztens einkaufen. Wie wär's, wenn ihr selbst das durchlest, was ihr schreibt? Versucht wenigstens objektiv zu schreiben. Kommt hier, unterhält euch mit den Leuten. Und schreibt nicht irgendein Bullshit aus der Ferne. Und was mir am Herzen liegt, die Leute, die jetzt seit Anfang des Jahres im Josef-Krankenhaus gefeuert worden sind, sind nicht nur 6 Leute oder 8 Leute, sondern es sind Menschen. Und das ist rechtswidrig, was das ausgemacht hat. Das solltet ihr da reinschreiben. Nicht reinschmeißen. Es sind nur...
sieht nur so und so viele Leute, sondern schreibt doch einfach rein, dass dieser Geschäftsführer von einem Krankenhaus, dass sie einfach nur ans Geld denken. Die denken nur an das Geld. Sie machen Werbung mit 2G. Geht mal auf der Internetseite von denen, wie heißt denn die Kette? Artemed-Gruppe. Geht mal auf der Seite, schaut euch mal den Internetauftritt an. Da machen sie ganz groß drauf 2G. Alle unsere Mitarbeiter und Patienten sind 2G. Aber da fühle ich mich aber richtig gut geschützt. Okay. Wir haben hier noch ein paar Plakate. Wer mag, da sind schon ein paar Leute, die es genommen haben. Wir wollen ja auch nach außen zeigen, was unser Anliegen ist. Und das kriegen wir auch nicht hin, indem wir einfach nur laufen und nur brüllen. Okay, brüllen ist auch gut, aber und trommeln ist auch super. Nehmt einfach mal irgendein Plakat, nehmt es mit, das sind halbe Stunde, das schafft ihr schon. Und zeigt mal einfach den Anwohnenden Heidelbergs, was unser Anliegen ist. Danke euch.